Willkommen zurück zu God of War 3. Hermes besiegt, alle Krankheiten sind wieder da. Für die Welt, leider. Und wir haben etwas Neues, nämlich die Stiefel von Hermes. Das heißt, L2 gedrückt halten und wenn so Fußspuren sind, dann gehen wir die Wände hoch. Geht nicht unendlich, aber es geht. Hat doch was, oder? Ja. Und so, ich drück einfach den Knopf und Kratos macht eine kleine Meile. Ihr nervt. Also wir erstmal wieder Zeit führen. Waffen-Upgrade, ne? Was haben wir denn? Erstmal alle Orbs. Ja. Was haben wir denn Schönes? Wir haben 10.000. Das reicht für einiges. Nee. Braucht zu wenig. Erhöht der Schaden? Nee. Erhöht der Schaden? Nee. Was kann das? Ach so, ja. Schön, oder? Schön. Die Verbannungsklingen, auch schön. Der Bogen des Apollo, wunderschön. Wäre was für Link, ne? Und die die Hadesklingen. Auch treue Gesellen, vor allem die Seelen. Ja! Helios Kopf. Wollt ihr den sehen? Ganz kurz. So schaut er aus. Nicht schön. Aber wirkungsvoll. Gut. Tja. Ich glaube, wir nehmen hier mal wieder, ne? Ein paar neue Attacken. Zudem wird jetzt auch Appearance Wut. Aha. Spart das Armee. Gut. Schauen wir doch gleich mal an. Hä? Moment. Entschuldigung. Geil gemacht, ne? Geil gemacht. Die Verbannungsklingen. Und hier so, Geist des Herkules, Mut des Herkules, da. Okay, da, gut. Gut. Athenas Zorn, ausweichen und so. Okay, da. Dasselbe. Ta. Ach komm, leck mich doch. Was soll der gehen? Ja, überall jetzt Schmeißfliegen. Werk. Komm schon, das schaffe ich doch. Ta. Ach so, okay. Gelungen. Nehme ich zumindest mal an. Es schifft wieder wie aus Kübeln. Weiter geht's. Ich habe ein bisschen Orbs. Gut. Hoch mit dir. Rüber mit dir. Alles automatisch. Das ist praktisch. Siehst du das? Hier was versteckt? Ja klar doch. Klar war hier was versteckt. Gott, 3 Phönixfedern, das heißt Magie. Na endlich. Jetzt werde ich noch zum Uri Geller, aber Mann, was ist denn mit der Energie los? Ich brauche noch viel mehr Coronenaugen, glaube ich, langsam. Gut. Geht's hier weiter? Ja, sicher das.
Obere Etage, genau. Geht's hier lang? Wäre eigentlich was für wie die Hasenohren in Majora's Mask, ne? So sau schnell durchrennen, das Spiel in halben Stunde zu Ende. Was macht ihr hier? Pfui! Das macht man nicht. Alle ein bisschen bashen hier. Gibt schön Orbs. Die sind aber zäh. Du auch. Weg da. Will dich nicht mehr sehen. Ja, die Klingen haben schon mehr Kraft jetzt, ne? Das ist nicht zu leugnen. Na du, Fettmops. Du Stachelbirne. Noch so eine Blechwindel. Fleisch. So, wir sind an der Hütte. Okay. Keine Windel an. Mach mir bloß nicht auf den Teppich hier. Ohne Hose. Bin schneller als du, Edge. So, das Auge nehme ich mal. Nichts dagegen hast. Nein, er hat schon was dagegen. Das ist auch verständlich. So. Ah, jetzt hier wieder. Haut doch mal ab. Mann, wie viele kommen da noch? Ihren Ranzen bohren. So. Moment mal. Haben wir nicht eigentlich die Spartas Armee? Bisschen. Ach doch. Könnt ihr rein reinsetzen, ne? War ja eigentlich auch schon die 13. Nein, nein, nein. Spartas Armee. R. Und weiter nix. Boden oder Luft. Mhm. Na gut. Ich dachte, das wäre. Sie sind einfach stärker. Und was dann noch kommt, seht ihr dann noch früh genug. Verlasst euch bitte drauf. So. Ein Auglein. Schauen wir in die Augen, Kleines. Bam. Dann. 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 Und dann. Gut. Sauber gelöst. Aber erst noch hier hinten schauen, was so Neues gibt. Aha, Truhen über Truhen. Na, endlich. Jetzt zwar eher Energie gewollt, aber was soll's. Hab einfach zu viel Magie schon gefunden. Ich möchte eigentlich mal ein bisschen Energieerweiterung, aber was soll's. Gibt ja keine Herzcontainer, nee, nee. Mach mal auf da! So. Das Feuer des Olymps. Schöne Halle. Absolut. Okay. Abgesperrte Bereich nur für VIPs, aber lässt sich ein Kratos davon abhalten? Ich glaube nicht.
So. Mal auf. Was haben wir hier so Schönes? Aha, alle Götter, die man so kennt hier. Gut. Was wollt ihr denn hier? Haut doch ab. Flatsch. Energie. Jut, jut. Noch mehr Energie. Gut. Weg. Da. Okay. Wir sind wieder da. Das ist wunderbar. Dann erstmal schauen, was da hinten ist. Da hier, und ist hier noch was? Mal schauen. Nee. Nee, da ist nix. Hera und Ares. Hera werden wir noch sehen. Ja. Wo, 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 wo. Muss er jetzt Angst haben vor dir? Glaub's ja eher nicht. Sonnenblitz. Und gut ist. Na, komm her. Flatsch. Flatsch. Hätte auch so gereicht, jetzt wissen wir es. Immer schön griffig werden hier. Kratos, du alter Grabscher. Ist ein Button Smashing im Moment. Macht ja nix. Okay. Nice, hast du einen Freund? Ebenso. Nicht anders geht. Und so geht's. Nicht gerade alles schwarzermäßig, aber es hilft. Ja, sind ja Monster, sind ja keine Personen, sind ja Monster. Es erleichtert einem das schon sehr. Das auch. Mann, ihr nervt. Hör auf mich zu kratzen, du Fingernägel, Tusse. Und versteck dich nicht. Ich seh dich doch. Na, sehen macht ja nichts, aber man kann sie nicht angreifen, ne? So, jetzt aber. Also. Kratos. So wirst du nie mehr eine Frau finden, wenn du die Frau so behandelst. Nee. Nicht gut, das ist nicht gut. Schlechte Erziehung! Ja, der kennt kein Handkuss, der kennt kein Tür aufhalten, der kennt kein. Ihr wisst, was ich meine. Nein, seine eigene Familie hat er natürlich geliebt, ja. Also, ich glaube, jeder kennt die Geschichte von Kratos, also, wer die Geschichte nicht kennt. Schreibt in die Kommis, ich let's playe die ersten zwei Teile gerne. Irgendwann dann. Aber im Moment haben wir genügend Projekte. So, kleines Musikvideo, Minispiel, ja, Videospiel, ist ja eh, ne? Was denn sonst? Aber erstmal bisschen Energie auffrischen. Ja, da kommt man nicht noch nicht so richtig hoch. Wollte ich einen Beweis? So. Doch, man kommt schon hoch, aber es nutzt noch nicht allzu viel. Erstmal alles nehmen hier. Wo geht's hier hin? Noch nirgends. Bist doch gesagt. Ja. Hier noch die Orbs. Nehmen Sie das. Sicher das. Und hier hoch. Gut. Gut. Astrein. Bitte endlich mal ein Goronenauge. Oder eine Phönixfeder. Ah Mann!
Was für die Magie? Was ist denn los hier? Merkt das Spiel, dass ich so viel Energie gar nicht brauche? Keine Ahnung. Okay, Konzentration. Ja. Wer die Knöpfe nicht kennt, der kennt sie nicht. Ding, 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 ding. Ja, wat? Ach, es war Quadrat und ich Depp hab. Nee, nee. Hä? Was ist denn los? Ist ja jetzt was? Das wäre ja mal was Neues. Aha. So. Es muss ein Schwert geben, genau. Moment, Moment, Moment. Nein, es hat doch gestumme. Es war doch richtig. Bleib ich zumindest. So. So. Gut. Hier geht's durch. Nämlich so. Okay. Das ist gut, glaube ich. Und hier der Anfang. Gut. Also wenn das nicht gut ist... nee, Quatsch. Aber hier braucht's das Ende des Schwerts. Glaube ich zumindest. Zweigriffiges Schwert. Mann, gerade so alte Pechsträhne. Mach doch was Vernünftiges. Ja, toll. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Nee, es muss umgekehrt sein. Aber das ist schnell gemacht. Nur am falschen Ende angefangen. Gut. Ah, ich habe doch genau richtig gedrückt. Wieso macht er nicht, was ich will? Meine Güte. Glaub's ja nicht. So. Sollte es funktionieren. Okay. Und jetzt Focus. Ja, das muss wieder aktiviert werden, ne? Bam. Wie in Darksiders 2. Okay, Konzentration. Endlich! Hat er nur 3 Anläufe gebraucht? Nee. So! Schön gemacht. Bitte. Untere Etage. Frauen- und Damenunterwäsche und Spielezubehör. Was ist das? Tja, ja. Ach, jetzt hier wieder. Autsch.
Töter! Au! Aufhören, habe ich gesagt. Hört doch mal zu! Ihr nervt. Ihr nervt eins weg. Ah, jetzt kommt noch die alte Tante. Fischweib, du. Ja, toll. So, jetzt aber. So. Ah! Muss ich jetzt noch zum Noob werden? In der ollen Funzel. So. Geht immer schneller. So. Weiter. Ah. Kannst du knicken. Du fischelst. Geh mal wieder baden. So. Kopf ab. Und der Fisch ist paniert. Geht's weiter? Schön. Ich find's einfach ein episches, schönes Spiel. Okay. Rein da. Ja, jetzt kommt alles so, wie wir es auf dem Bild, auf den Bildern gelesen haben. Jetzt geht es erstmal da hoch. Das sollte nicht allzu schwer werden. Nein, 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 nein. Abkürzung. Also wer das nicht macht, der macht's nicht. So, ohne Geländer und das geht auch. Ja, ja. So dann, öffnen wir doch mal den Zugang zur Büchse der Pandora, geschützt durch das Feuer des Olymps. Die wollen nicht. Die wollen nicht. Das will nicht gehen. Tja dann. Nervt nicht. Ebenso. Entschuldigung. Fräuleins. Ah, jetzt die wieder. Steckt euch den Kopf in den Sand, aber lasst mich in Ruhe. Tja, ja, falsch gedacht, wenn du denkst, du könntest dich vor mir verstecken. Nee, nee, nee. Nicht mit mir, mein Freund. So. Ja, also denkst du denn, ich seh dich nicht, du Zipferklatscher? Du Sandfurzer. Alle Bodenkamille. Okay, dann eben wieder nach unten und das geht doch so nicht. Tja, man denkt, man könnte den Umweg nehmen, aber nein. Da unten ist doch was. Nämlich? Ja, was ist hier?
Hier ist doch was. Ich sehe das doch. Aha. Hab's doch gewusst. Und? Na bitteschön. Energie. Sicher. Ja, schön aufgefüllt. Danke dafür. Wunderbar. Und weiter geht's. Ich sagte, weiter geht's. Weiter geht's, Kratos. Sei doch kein Vollpfosten. Heißt ja eh, aber gut. Hä? Nein, 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 habe ich nichts gesagt. Ja, ja, der hört das, ja, ja. Nein, Quatsch. So. Bizeps, ne? Bizeps. Und wer ist hier? Das Kind Pandora. Pandora? Diesen erbärmlichen Fehltritt meines Sohnes Hephaistos? Tja, das geht aber leider nicht, mein Lieber. Vernichte ihn. Okay, wer soll mich vernichten? Na? Aber hallo! Bruder, wir haben keinen Streit, Herkules. Ach nein. Du wurdest immer von Zeus bevorzugt. Die Luft auf dem Olymp verschleiert deine Gedanken, Bruder. Zeus bevorzugt niemanden. Überleg doch, Bruder. Während ich die Stelle des Augias ausmistete, schickte er dich in den Kampf gegen Ares. Nicht überzeugt? Wie ist es damit? Während man dich zum Kriegsgott könnte, wurde ich zum Äpfelpflücken geschickt. Sie nannten es Dienste. Ha! Ja, er schenkte mir den Sieg über den nemeischen Löwen. Aber er machte deinen Namen unter den Menschen bekannt. Ein wilder Krieger, ein zum Helden ernannter Mörder, ein Mensch gekrönt zum Gott. Doch diesmal, Bruder, werde ich dich vernichten. Nenn es meinen 13. und letzten Dienst. Bald werde ich zum Gott des Krieges und besteige den Thron endlich selbst. Du willst Olympia werden, deren Herrschaft endet, Herkules. Nun, das werden wir noch sehen. Ja, ein bisschen anders als die Disney-Version, ne? Ja, übrigens, wer es interessiert, die englische Original, also die amerikanische englische Original-Synchronisation wurde vom Herkules-Darsteller Kevin Sorbo besprochen. Kevin Sorbo kennt man sicher. Also ich meine, die Serie Herkules, ja. Die Serie Herkules. Ich denke, Kevin Sorbo sollte einigen vielleicht ein Begriff sein, man muss ihn nicht kennen, aber ich denke, jeder, der schon mal eine Fantasy-Serie, also Sci-Fi-Serie gesehen hat oder eine Sitcom, der kennt ihn, der weiß, wie er aussieht. Hat auch mitgespielt bei der Party auf 300, meine Frau, die Spartaner und ich. Ja. Kevin Sorbo, falls ihr das mitschreiben wollt. Nun denn, Halbbrudersche, sag mal, was du kannst.
Du lach nicht so blöd. Mann, ihr nervt. Wäsch doch die selbst. Muss ich nichts zu machen. Ja, was mache ich immer mit Aufgaben, Aufgaben, ehrenvolle Aufgaben? Bin ich auch für Ehre und alles, aber. Seid ihr froh, wenn ihr nicht so hart arbeiten müsst? Nee, also nur. Statt ein Gott bezwingen, Äpfel pflücken, also ich hätte es gemacht, das ist ganz klar. Hätte gesagt, ja, schick doch jemand anderes ins Messer. Ja, wirklich. Bin da nicht so der. Wenn es sein muss, bin ich immer da, aber nur um die Ehre. Ja. Lebt doch einfach so, wie es dir passt, dass niemand darunter leiden muss und der Käse ist gegessen. So, hast es jetzt bald mal. Wie viele schickst du denn noch? Ah, keine Magie mehr. Erstmal das Unkraut, der Spreu vom Weizen trenne hier. So. Bleibst du mir wohl von der Kimi? Ja, falscher Weg. Oder so. Und? Nein, nicht da lang. Kratos, du warst doch mal gut. Ja, ist immer noch gut. Bam! So. Jetzt wirst du mal aufgespießt. Die Löwen brauchst du bald nicht mehr. Sag dir gleich, wer hier getötet wird. Zipferklatscher. Ist ja gut. Hörst du mal auf. Echt konzentrieren hier, das ist gar nicht mal so Mumpitz, das wisst ihr ja, sicher. Ja, ist ja gut. Also dürft ihr mal wieder ein bisschen ausholen, ich brauche mal wieder Energie. Autsch. Du nervst. Hast du auch nichts anderes drauf? Nee? Wohl wir nicht. Ah, lass mich doch. Mann! Und ebenso. Sagst du hier spielen? Das ist bitterer Ernst! Nee, Quatsch. Dann holt er endlich aus. Ich dürfte mal weitergehen. Vergesst das! Endlich! Nein! Nicht mit mir, du! So, und... Flatsch! Echter Kelt kämpft ohne Rüstung! Sag ich doch auch, alter Nachschwätzer! Ist ja gut. Ja,
Au! Hörst du wohl auf? Sag ich deiner Mutter. Ja. Dass man nicht weh tut, dann tut nichts weh. Autsch. So. Boah. Ich bin noch ausgewichen, Mensch. Ist ja gut jetzt. Jetzt halt mal die Kimme locker. Und auf die Stats. Hey! Ha! Ah, zu spät. Zu spät. Ey, hier bin ich der Kampf statt. Die nehme ich jetzt mal. Ah, meine Güte. Ein bisschen schwitzige Hände gerade. Muss man echt schauen. Ja, oh, oh, oh. Selber, oh, oh. Zipfelklatscher. Glaub's ja nicht. So random, ne? So random. Zufall. Weil das Englisch nicht so mächtig ist. Jetzt aber. So. Die wollt man. Jetzt kriegst du Saures. Auch wenn ich es eigentlich nicht game mache, aber es gehört halt dazu. Na, ist ja nur ein Spiel, meine Güte. Spinnst du eigentlich? Mir sowas an den Kopf zu schmettern. So. Gar nichts geputzt hier. Halt dir in die Fresse, du. Nochmal versuchst. Ja, nicht zum Angrapschen hier. Ja, also ich weiche ja auch nicht aus. Ich bin selbst schuld. So, hältst du mal still. Autsch. Und nein! Eine Millisekunde zu spät gedrückt. So, jetzt aber. Das war nicht gerade nett. Aber nett ist hier niemand. Ha, diesmal. Hast mich nicht erwischt, du. Das war wieder schon. Geht's bald weiter. Ey, was soll das? Ja, das ist nicht umsonst, Herkules, ne? Überhaupt nicht. Und drauf! Uah, besoffen. Ach, komm schon. Noob, noob. Ja, ja. Na, ah, fairer Speicherpunkt, das muss man sagen. Mach die ganze Inneneinrichtung kaputt. Was soll ich zu Ikea, ne? Alter Schwede. Folgende ist nicht für jedermann. Aber das schneide ich jetzt nicht mehr raus.
Autsch. Einfach nicht hinsehen. So. Ein Typ weniger im Saal. Nemeischen Löwen! Berühmte Panzerhandschuhe, die Herkules nach seinem Sieg über den Nemeischen Löwen erhielt. Jut jut. Okay, Leute. Viel erlebt in diesem Part. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und weiter geht's im nächsten Part. Bis denne. Tschüss.